Morgen allerseits und herzlich willkommen zurück bei Dinant Teil 2. Ja. Wir gehen jetzt gleich erstmal schön frühstücken und danach verlassen wir aber Dinant und wir fahren in ein kleines Örtchen namens Corbion. Ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen. Denn von da werden wir eine Wandertour machen zu den Felsen von Frahan. Ja, was uns da erwartet, das schauen wir uns später mal an. Aber jetzt geht es erstmal zum Frühstück. Genau. Und während die Isabel da hinten gerade entschwindet, um ein Foto von dem Raum hier zu machen, werfen wir mal einen kurzen Blick auf das Frühstück. Und zwar haben wir einmal bekommen Joghurt, da hinten sehen wir ein bisschen Obst, zwei Eier, ein bisschen Schinken und Käse ist auch da und eine ganz tolle Auswahl an verschiedenen Brotsorten. Und dann haben wir hier noch ein bisschen Kaffee gerade eben bekommen, beziehungsweise haben wir uns selber holen können und hier vorne ist noch ein bisschen Aufschnitt in Form von Marmelade und Schokoaufstrich. Und da ist die Isa, die jetzt bestimmt Hunger hat und was essen will. Ja, wir sind jetzt fertig mit dem Frühstück. Und dein Fazit? Also es war sehr, sehr gut. Es hat uns an nichts gefehlt. Definitiv. Einzige, was ja jetzt auch so der Klassiker bei den Corona-Frühstücken ist in Hotels, es wird natürlich einem sehr viel Essen serviert. Und wenn man das nicht isst, dann haben wir immer so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil das wird ja wahrscheinlich weggeworfen. Ja. Aber ja, das zieht sich ja irgendwie so wie so ein roter Faden durch fast jedes Corona-Frühstück, was wir im Hotel hatten. Ja, definitiv. Also es war auf jeden Fall reichlich da. Wer da nicht satt wird, weiß ich auch nicht. Reichlich und auch vielfältig. Ja, auf jeden Fall. Nur halt, dass eben das Brot war halt ein bisschen viel. Ja, ne? Es war echt viel Brot. Ja. Es gab auch süßes Brot, also wie heißt dieses? Brioche. Ja, Schokocroissants, Croissants, normale Brötchen, Kaiserbrötchen, Körnerbrötchen, Aufschnitt, also Käse und so, aber hatten jetzt euch ja schon gezeigt. Ja. Das wird nicht nochmal aufzählen. Aber es war auf jeden Fall sehr gut. Und die Leute sind da so super nett. Ja, das stimmt. Ja, dann war das unser Fazit zum Frühstück. Ja, wir checken jetzt aus. Wie man an mir sieht, habe ich ja schon wieder mein Outfit gewechselt. Ich habe mich jetzt in unser Wanderoutfit geschmissen. Und ja, jetzt fahren wir mal los, ne? Ja, ganz genau. Wir sind schon ziemlich aufgeregt. Wir haben schon ein bisschen. Weil wir, es ist ein bisschen warm. Also die Luftfeuchtigkeit ist sehr hoch. Ja, und da 80% Luftfeuchtigkeit. Wir haben ja auch immer sehr mit dem Kreislauf zu kämpfen. Deswegen sind wir ein bisschen gespannt, wie das jetzt ausgehen wird. Die Isa hat ja auch nach wie vor immer noch mal Probleme im Knie. Ja, ich habe mir jetzt so Kniebandagen angezogen. Also nicht wundern, wenn es gleich ein bisschen komisch aussieht. Aber wir hatten euch ja auch gestern schon erzählt, dass wir so ein bisschen unschlüssig sind, was jetzt die tatsächlichen Höhenmeter unserer Route sind. Wir lassen das einfach mal auf uns zukommen. Wir wandern gemütlich und langsam. Genau. Wir haben heute nichts mehr vor, außer irgendwann heute Abend zu Abend essen. Genau, richtig. Ja, dann gehen wir jetzt auschecken. Ja. So, wir sind angekommen. Ja, los geht's. Wir sind jetzt in Corbion. Die Fahrt war mal wieder ein bisschen abenteuerlich. Ja, definitiv, auf jeden Fall. Da sind halt hier die ganzen Serpentinen und so, ne? Ja. Ja. Ja, jetzt suchen wir mal unseren Weg, ne? Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt hier einfach am Straßenrand irgendwie geparkt. Ja, hier geparkt. War so ein Parkplatz, also kann man gut parken. Ja, es ist ein relativ kleines Dorf und hier gibt es keine richtigen Parkplätze, also... Nee, obwohl das hier ist ein Parkplatz. Ich habe jetzt aber schon andere Wanderer hier gesehen. Ja, genau. Von daher sind wir beruhigt. Ja. Wir gehen jetzt mal los. Ja. Wir haben den Eingang zum Wanderweg auch schon gefunden und sind jetzt schon begeistert. Also ja, am Schwitzen natürlich auch schon auf jeden Fall. Aber jetzt guckt euch mal hier hinter uns hier die Landschaft an. Das ist wirklich traumhaft schön da hinten. Da geht es runter ins Tal. Wirklich richtig, richtig schön. Ja. Und wir werden nachher auf jeden Fall auch noch den hier sich befindenden Fluss überqueren, wo ich gerade nicht weiß, wie er heißt. Semor.
c'est moi, okay. Ja, da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt. Da werden wir uns wahrscheinlich auch mal kurz abkühlen, weil es ist schon, also es ist nicht an sich heiß, aber die Luftfeuchtigkeit ist schon sehr hoch. Naja, wir laufen jetzt erstmal noch ein Stück, haben gerade erst angefangen und euch nehmen wir natürlich mit. Wie man sieht, haben wir jetzt, also zumindest Nils hat noch mal einen Outfitwechsel durchgenommen. Ja, ja. Es war doch ein bisschen warm, deshalb hat er das Trägershirt ausgepackt. Ich habe mir hier ein Handtuch umgelegt zum Schweiß abwischen. Ja. Ja, es ist auf jeden Fall, also die Luftfeuchtigkeit ist extrem hoch. Ja. Es ist nicht mal richtig heiß, aber es ist einfach die Luftfeuchtigkeit. Es ist nicht mal 28 Grad, was natürlich schon warm genug ist. Ja. Aber die Luftfeuchtigkeit ist einfach so hoch, dass man halt anfängt zu schwitzen, auch wenn man den Rucksack irgendwie auf dem Rücken hat. Mein T-Shirt war komplett nass hinten auf dem Rücken halt. Ja, also man fängt schon an zu schwitzen, wenn man hier einfach nur steht. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Deswegen werden wir jetzt auch mal weitergehen. Da hinten sehe ich ein Stück Sonne. Da habe ich keinen Bock drauf, aber müssen wir ja machen. Ey, nicht so frech. Ja, was wir noch sagen wollten, also bis jetzt ist der Weg nicht nur super schön, sondern auch total verlassen. Stimmt. Ja. Wir haben, glaube ich, ein paar andere Mountainbiker getroffen, aber sonst niemand. Nee, hier ist echt absolut überhaupt nichts los. Also auch vielleicht eine Empfehlung für jemanden, der hier in Belgien unterwegs ist und hier einen Wanderweg sucht in der Umgebung. Ja, das schön. Lässt sich auf jeden Fall gut jetzt, wandern. Wir stehen jetzt hier auf dem ersten breiteren Forstweg der Wanderung. Ja. Ansonsten war es alles ganz, ganz kleine Waldpfade. Wir hatten schon eine tolle Aussicht dabei. Ja, definitiv. Und jetzt kommen wir gleich noch an den Fluss. Ja, da bin ich schon gespannt. Ich auch. Dann gehen wir da mal hin, oder? Ja. Wir sind oben angekommen. Was ein Abenteuer. Ja, das war echt ein Abenteuer. War mega schön. Also wir haben jetzt ungefähr die Hälfte der Wanderung erreicht. Wir sind jetzt hier auf dem höchsten Punkt unserer Wanderung. Ja. Und auf dem höchsten Punkt, glaube ich, auf dem wir gewandert hier waren. Ja, auf jeden Fall. Mit Sicherheit auch die anstrengendste Wanderung, die wir bisher gemacht haben. Dieser hatte zwar immer mal wieder was von einem Kletterpfad erzählt, aber ich dachte mir so, ja. Na gut, das war aber jetzt kein Klettersteig. Es war nur ein sehr felsiger Weg. Ja,
Ja, also ich fand es aber teilweise, also für jemanden, der es nicht gewohnt ist, das zu machen, definitiv, war es schon anspruchsvoll. Und auch Leute, die nicht hundertprozentig körperlich fit sind, denen würde ich nicht empfehlen, jetzt nachdem wir hier hochgeklettert sind, das zu machen, weil wenn ihr irgendwie Knieprobleme oder sowas habt. Gut, ich habe Knieprobleme, aber ich kann die gut einschätzen. Ja, ja, aber halt für wirklich Leute, die ernsthaft Knieprobleme haben, die teilweise halt wirklich auch eine Gehhilfe benötigen oder sowas, also die schaffen es ja einfach nicht. Man muss gute Balance haben, man muss sich mit den Armen festhalten können, man muss Gleichgewicht halten können. Ja, also jeder, der da ein bisschen skeptisch ist, lieber dann vielleicht einen anderen Weg laufen. Ja, aber ansonsten, wenn ihr euch das zutraut, ist es echt mega, mega schön. Ja, die Aussicht ist auf jeden Fall super, definitiv. Ja, die Natur ist so schön. Ja. Ich gucke hier die ganze Zeit in die Ferne. Ja. Ja, wir zeigen euch das jetzt alles natürlich auch nochmal. Ja. In dem Sinne, genießt die Bilder und wir sehen uns gleich wieder. Ja. So, wir haben jetzt eine kleine Pause hier eingelegt, haben uns jetzt einfach hier auf den Stein gesetzt, weil wir haben keine Bank gefunden. Weil wieder keine Bank. Die Brücke, die ihr vorhin gesehen habt, könnte laut meiner Einschätzung eventuell die Brücke sein, wo wir gleich den Fluss überqueren und dann quasi auch wieder umkehren Richtung Auto. Wir sind mittlerweile, ja, ich würde sagen, ja, gut bei der Hälfte fast, oder? Ja, denke ich auch. Ja, und bisher war der Weg auf jeden Fall super schön. Wir haben uns ja wie immer eine GPX-Datei runtergeladen, wo wir halt eben auf dem Handy schauen können, wo wir gerade sind. Müssen aber sagen, dass der Weg bisher wirklich super ausgeschildert war. Wir haben keine Probleme gehabt, irgendwas zu finden. Aber bis hierhin sind wir einfach immer dem Schild Nummer 1 gefolgt. Ja, genau, richtig. Wir wissen jetzt halt wohl nicht, ob das wirklich der komplette Weg ist, die 1, weil ich glaube nicht. Deshalb müssen wir mal gucken, aber bis hierhin hatten wir echt gar keine Probleme, das zu finden, selbst ohne GPX. Ja, das selbst stimmt. Die Orte, wo wir gehen ja jetzt zu den Kretz de Frahan, also die Klippen in Frahan, die sind auch überall ausgeschildert. Ja. Also man findet es einfach irgendwie. Ja, das stimmt. Die Isabel sagte, hoppala, jetzt habe ich dich abgeschnitten, sorry. dass es wohl so ist, dass diese Wege oder dieser Weg, den wir jetzt gerade laufen, irgendwann in einen anderen Wanderweg übergeht. Ich meine schon, weil ich meine, in der Anleitung stünde, man müsste erst der Nummer so und so folgen und dann der Nummer so und so. Ja. Ja, aber wie gesagt, bisher daher die GPX-Datei, aber trotzdem ohne Probleme bisher. Ja. Und wir werden jetzt auch mal weiterschauen, ob wir da noch Probleme haben werden. Wenn wir die Probleme haben werden, dann sagen wir euch natürlich Bescheid. Wir haben die GPX allerdings, sicherheitshalber würden wir die trotzdem empfehlen, weil wir haben uns, glaube ich, schon zweimal so ein bisschen verfranst, kurz. Ja, es ist einfach immer sicherer. Ja, definitiv. Man fühlt sich auch besser, wenn man sich nicht verlaufen kann. Ja, das stimmt. Und wenn man einfach mal checken kann, bin ich auf dem richtigen Weg? Ja. Ja, okay. Ja, und diese zwei Male, wo wir halt wo reingelaufen sind, haben wir auch relativ schnell gemerkt, dass es halt eben nicht der richtige Weg ist. Ja. So, jetzt habe ich aber Hunger. Ja, wir hatten uns ja gestern noch was von Too Good To Go mitgenommen, das essen Richtig. Wir jetzt auch noch. Richtig, wie ihr im letzten Video gesehen habt, wir haben auch extra Wandersnacks mitgenommen und die in den Koffer gepackt. Da liegen sie jetzt immer noch, da liegen sie gut. Ja, aber wir haben ja was zu essen dabei. Ja, wir haben was zu essen dabei und das verspeisen wir jetzt. Wir haben jetzt hier noch so eine Börek-Tasche und dann haben wir noch so zwei Himbeertaschen, die sind aber genau. Noch im Rucksack. Naja, dann schnabulieren wir jetzt mal was.
So, wie versprochen, wir melden uns nochmal bei euch, weil jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem sich unser Wanderweg, unser bisheriger Wanderweg, im Vergleich zu dem neuen jetzt halt eben trennt. Ja, wir haben also jetzt hier. Wir verlassen jetzt die Nummer 1. Hoch, sorry. Wir verlassen die Nummer 1. Wir hatten gerade, wir haben gerade Frahan hinter uns gelassen, ja, und haben jetzt die Semois überquert. Genau, richtig. Und die Nummer 1, die geht jetzt hier, hier so den Berg hoch. Und wir müssen aber da lang. Ja, hier hinter uns, sieht man das? Ja, ich glaube schon. Hier hinten ist der Fluss und die Brücke, die wir halt eben gerade überquert haben. Und hier oben führt jetzt halt eben so ein Berg hoch. Und wir gehen jetzt aber hier entlang direkt am Fluss. Ist bestimmt ganz schön. Ja. Wir haben es geschafft. Die Isa braucht noch ein bisschen, bis sie wieder zu Atem kommt. Ja. In der Zeit kann ich ja schon mal das Schlussfazit übernehmen. Ja, wir gehen gerade auf dem Weg zurück zum Auto. Ja, genau. Wir sind auf dem Weg zum Auto und werden uns dann da noch ein bisschen frisch machen. Und jetzt müssen wir mal eben beiseite, da hinten kommt nämlich ein Auto. So, da sind wir wieder. Also, ja, wir hatten es gerade eben schon mal kurz angerissen. Das erste Fazit war eine 10 von 10, also die erste Hälfte. Ja, bis wir den Fluss überquert haben, war super. Die zweite Hälfte war dann nicht mehr ganz so spektakulär, weil wir halt... idyllisch an. Ja, genau, die fing halt am Wasser sehr, sehr, sehr gut an. Und dann sind wir aber die ganze Zeit halt eben auch so Betonboden, mussten wir die ganze Zeit laufen, was halt weder angenehm zu laufen war, noch war es irgendwie großartig spektakulär. Andererseits muss man auch sagen, wir sind sehr glücklich gewesen, dass wir jetzt nicht nochmal so eine harte Steigung oder sowas machen mussten auf dem Stück. Was war jetzt am Ende? Ja. Klar, die Schlusssteigung war noch mal eine Nummer, aber an sich war es okay, würde ich sagen. Ne? Hoch? Ja. Was sind die Hühner vom Anfang wieder? War auf jeden Fall machbar, aber also das Wetter tut halt sein Übriges dazu. Ne? Ja, jetzt das ist stimmt. Schon echt heiß, die Sonne brennt. Ja, definitiv. Naja, also so alles in allem, wie viele Punkte wird es im gesamten Wanderweg geben? 8 von 10. Ja, würde ich entschließen, definitiv. So, wir gehen jetzt zum Auto, machen uns ein bisschen frisch und dann gucken wir mal, wo wir was zu essen herkriegen. So, wir sind jetzt auf dem Weg nach Boulogne, heißt der Ort, ja. Um da eine Kleinigkeit zu essen. Wie ihr seht, ich habe mich nochmal umgezogen, die Isa obenrum nicht, aber unten hat sich noch eine kurze Hose angezogen. Wir waren echt mega verschwitzt jetzt. Ein bisschen refreshed, so wie das halt im Auto möglich ist. Ja, definitiv. Also man Desinfektionsmittel und Deo. Ja. Also was man auf jeden Fall festhalten kann, als kleinen Tipp, packt euch irgendwie, wenn ihr jetzt halt noch was essen fahren wollt oder irgendwie sowas nach dem Wandern, packt euch auf jeden Fall noch ein paar frische Klamotten ein, zieht euch irgendwo auf dem Wanderparkplatz noch flott um. Ja. Muss ja nicht. Das Gute ist hier auf dem Dorf, da ist jetzt auch echt auch nichts los, also man kann ja sich einfach auf dem Wanderparkplatz ziehen. Ja, definitiv, auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall ein guter Tipp, würde ich behaupten. Ja, jetzt fühlen wir uns nicht frisch, aber ja, zumindest so, dass man wieder unter die Leute geht. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Machen wir auf jeden Fall. Wir haben uns jetzt auch mal andere Schuhe angezogen, die schwitzigen Wanderschuhe aus. Ein paar ordentliche Turnschuhe an. Ja, ganz genau. Ein bisschen auch aus den verschwitzten Socken vielleicht mal raus. So, wir sind jetzt ein bisschen durch und wollen was essen. Wir haben noch richtig hungrig. Wir haben einen großen Hunger und deswegen fahren wir jetzt auf nach Boulogne. Ja.
So, wir haben inzwischen noch was zu essen bekommen. Die Isa und ich haben uns beide einen Camembert mit Salat bestellt. Und ein bisschen Brot haben wir auch bekommen. Wir sitzen hier leider direkt an der Straße, deswegen ist es ein bisschen laut. Aber auch direkt am Wasser. Ja, und hier links ist das Wasser. Also wunderschön. Wir fallen jetzt erstmal über den Camembert her. So, und jetzt gibt es noch einen kleinen Nachtisch. Ganz klein. Eine Schokowaffel für Lisa. Und einmal so eine Art, ja, Schokomuffin für mich mit so geschmolzener Schokolade drin. Sieht auf jeden Fall so sehr gut aus. Wir sind gespannt. Ja, wir haben jetzt gerade gegessen in der Brasserie de Rempa. Mhm. Direkt in Bouillon am Ufer der Semor. War echt sehr schön. Ja, definitiv. Schön sitzen, sehr lecker. Ja. Auch relativ preiswert. Ja, definitiv. Aber so ein ordentliches. Nochmal, was? Wir haben uns natürlich noch ein ordentliches Dessert gegönnt, was die Rechnung ein bisschen in die Höhe getrieben hat, aber alles fair. Ja, ist nach wie vor alles im Rahmen geblieben. Ich glaube, wir haben jetzt für die zwei Desserts, die zwei Hauptspeisen, zwei Getränke keine 42 Euro bezahlt, also alles vollkommen okay. Ja, und jetzt fahren wir zum letzten Ziel dieses Urlaubs. Und zwar, wir fahren jetzt noch zum Tombeau de Géante, Aussichtspunkt. Das ist sowas wie die Moselschleife, nur hier an der Semor, also quasi die Semor-Schleife. Und weil das sieht ein bisschen so aus, als wäre da auf diesem Hügel in der Mitte so ein Riese begraben, deshalb nennen die das halt das Riesengrab. Na, also das Grab des Riesen. Sind wir mal gespannt. Ja, da fahren wir jetzt noch hin und dann war es auch schon, dann geht's wieder nach Hause. Ja, dann machen wir uns mal auf den Weg. Ja. An der Semoir-Schleife angekommen. Ja, an dem Tombeau de Géante, an der Aussichtsplattform. Ja, also ein Riese ist nicht hier, so viel kann ich sagen. Ich weiß nicht, also ich glaube, der schläft hier drunter. Ja, ich glaube nicht. Aber es ist trotzdem richtig schön. Ja, also definitiv. Würden wir euch definitiv empfehlen und ist auch kostenlos, hier kann man kostenlos parken. Ja. Also sehr empfehlenswert. Ja, auf jeden Fall. Also wenn ihr die Zeit noch habt, wenn ihr hier in der Umgebung seid, dann kommt auf jeden Fall vorbei und schaut euch das hier mal an. Das genauso ist schön wie die Moselschleife. Ja, definitiv. Besonders jetzt auch zur Abendstunde. Wir haben es jetzt, wie viel Uhr? 18.15, 18.30? 19.30. 19.30 sogar. jetzt mit der gerade untergehenden Sonne ist es wirklich noch schöner. Aber noch viel später würden wir nicht empfehlen, weil die Sonne ist dann schon fast weg. Ganz genau, richtig. Ja. So, das soll es aber auch von unserer Seite aus gewesen sein. Unser Roadtrip endet nämlich jetzt an der Stelle. Ja, wir fahren jetzt gleich nach Hause. Genau, wir fahren jetzt nach Hause und gucken, was die Katzen so zu jammern haben. Ja. Und in dem Sinne verabschieden wir uns schon mal von euch. Vielen Dank fürs dabei sein. Genau, und wenn es euch gefallen hat, dann würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen oder über ein Abo. Ganz genau. Und natürlich hoffen wir, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Ganz genau. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal und tschüss.